Herzlich willkommen in der Universität Bonn. Wir befinden uns im Arkadenhof und zeigen euch jetzt den Weg zur Bibliothek für alte Geschichte. Befindet sich irgendwo da oben. Wir gehen jetzt aber mal hin. Einmal durch die Tür, vorbei an den Garderoben, die große Treppe hoch, vorbei an der Aula und dann die kleine Treppe hoch, rechts abbiegen, einmal durch den langen Flur und dann ist man auch schon da. Jetzt stehen wir vor der Tür der Bibliothek. Draußen ist ein geöffnetes Schild, sollte da mal geschlossen oder bitte klingeln stehen, dann bitte klingeln. Aber gehen wir mal rein. Vorne hinter diesem Corona-sicheren Spuckschutz sitzt für gewöhnlich eine Hilfskraft. Sollte da mal keine Hilfskraft sitzen, kommt in der Regel in den nächsten 5 Minuten eine vorbei. Hier finden Sie wichtige Informationen zu allem Möglichen, unter anderem auch zu den Regeln der Benutzung der Bibliothek, die aktuell während der Corona-Krise gelten. Für den Schlüssel hier bräuchte ich einen Studierendenausweis und dann müssten Sie Ihre Sachen in den Schränken einschließen. Dann gibt man seinen Studierendenausweis ab, bekommt einen Schlüssel und kann damit den Spind öffnen. In die Bibliothek selbst darf nur Wasser mit reingenommen werden und die schauen wir uns jetzt auch mal an. Hier vorne an der Durchgangstür befindet sich der Plan, wo alle Signaturen vermerkt sind und wo ihr immer nachschauen könnt, wo welches Buch steht. Um herauszufinden, welches Buch ihr überhaupt braucht und welche Signatur dieses Buch hat, solltet ihr am besten Bonus benutzen, die Webseite der ULB. In den beiden Bibliotheksräumen stehen verschiedene Arbeitsplätze zur Verfügung. Aktuell dürfen nur die mit rosanen Schildern genutzt werden. Das wird sich aber hoffentlich in Zukunft wieder ändern. Hier vorne befindet sich der Ablagetisch. Wenn ihr also mit einem Buch fertig seid, legt es bitte auf den Tisch und räumt es nicht zurück in die Schränke, damit die Hilfskräfte das übernehmen können. Hier befinden sich auch noch die Semesterapparate. Dort können die Dozenten verschiedene Bücher zusammenstellen, die zu den einzelnen Übungen und pro Seminaren passen. Zum Beispiel haben wir hier einen zu Demosthenes vom Herrn Timmer. Und die sind auch immer schön mit so einem Aufkleber markiert, dass man auch genau weiß, in welchen Apparat die kommen. Hier vorne befinden sich unsere N-Signaturen. Das sind die Lexika und Handbücher, die man eigentlich immer gebrauchen kann und die deswegen hier vorne sehr gut aufgehoben sind. Manchmal, wenn man ein Buch sucht, begegnet man nicht dem Buch, sondern so einem roten oder weißen Platzhalter. In dem Fall ist das Buch entweder entliehen oder an einer anderen Stelle irgendwo in der Bibliothek, zum Beispiel in einem der Semesterapparate. In dem Fall kann man nachsehen, wo es sich befindet und dann möglicherweise darauf zugreifen oder man hat halt Pech und muss sich reservieren lassen, damit man, sobald das wieder zurück ist, eine Nachricht bekommt. Hier haben wir die CA-Signaturen, das sind die Übersetzungen von griechischen Quellen, alphabetisch sortiert nach antikem Autor. Das heißt, wir fangen hier oben an mit Achilleus, Alianos und da vorne kommt dann Aesop und enden hier hinten mit Zosimus und Xenophon. Hier drüben haben wir dasselbe nochmal für die Römer. Angefangen mit Ammianus Marcellinus und enden tut das dann irgendwo hier mit Vergil. Darunter befinden sich noch die themenbezogenen Quellensammlungen, wo wir nicht einzelne Autoren haben, sondern verschiedene Themen. Zum Beispiel die hellenistische Welt, die griechischen Stadtstaaten oder aber das Reich des Eros. Wenn man die Quellen im Original haben will, muss man hier drüben hingehen zu den griechischen Autoren bzw. da hinten bei D zu den lateinischen. Dort stehen die auch wieder alphabetisch sortiert nach antikem Autor, angefangen da drüben und endend in dem zweiten Regal. Auch Übersetzungen in andere Sprachen stehen hier, zum Beispiel englische oder französische. Wenn man dann hier an den C- und D-Signaturen vorbeigeht, die Ds gehen übrigens da hinten noch weiter, also auch da keine Sorge, das endet nicht einfach bei N, kann man hier über diese zugegeben etwas robuste Treppe zu den Z-Signaturen, den Zeitschriften. Die sind einmal hier, aber zu einem großen Teil auch hinten in einem anderen Raum. Hier geht es von der 1 bis zur 90
Und außerdem ist auch noch die 141 hier oben untergebracht. Davon abgesehen finden sich hier hinten auch noch mal ein paar wenige Endsignaturen, also noch mal Nachschlagewerke. Die braucht man aber nicht so häufig, sagen wir mal. Hier hinten haben wir dann noch den zweiten Raum, die 282. Da finden manchmal Veranstaltungen statt, dann ist der Raum geschlossen, dann am besten auch nicht reingehen. Aber das ist selten der Fall und immer auch im E-Campus vermerkt, sodass man nachsehen kann, ob der Raum tatsächlich offen ist, während man einen Bibliotheksplatz gebucht hat. Übrigens, wie bucht man einen Bibliotheksplatz? Um einen Arbeitsplatz in der Bibliothek für alte Geschichte zu reservieren, müsst ihr euch zuerst bei eCampus anmelden und dann den Kurs Abteilung für alte Geschichte öffnen. Dort findet ihr das Buchungstool für Bibliothekszeiten. Da klickt ihr drauf und findet dann ein paar Informationen dazu, wann die Bibliothek nur halb zu gebrauchen ist. Da geht ihr dann auf Aktionen, Buchen und dann lädt ein Fenster, in dem ihr die verschiedenen Zeiten seht. In diesem Fenster könnt ihr dann verschiedene Termine auswählen, natürlich auch mehrere hintereinander, wenn ihr länger als 2 Stunden dort bleiben wollt. Passt euch die Zeit einmal nicht ganz genau und ihr reserviert ab 10, könnt aber erst ab 10.30 Uhr kommen, ist das für gewöhnlich auch kein Problem. Bitte storniert eure Reservierung, falls ihr diese nicht wahrnehmen könnt, damit die Plätze anderen Studenten zur Verfügung stehen. Unten auf Buchung vornehmen drücken und dann keine Wiederholung einstellen, immer nur einen Platz buchen, das ist besonders wichtig, bestätigen und dann habt ihr einen Platz gebucht. Sehr gut, das haben wir jetzt auch verstanden. Hier drin im zweiten Bibliotheksraum haben wir die Monographien und Sammelbände, das sind einmal zur römischen Geschichte die beiden Wände und zur griechischen die beiden. Davon abgesehen kann man auch hier wieder nach oben gehen. Hier haben wir die Y-Signaturen, das sind die Festschriften. Die sind zum Anlass irgendeines Festes verfasst worden, das heißt meistens dem Geburtstag eines berühmten Historikers. An die Y-Signaturen schließen sich hier drüben die HB-Signaturen an, das ist die Spätantike und das Christentum. Die sind natürlich wie alle anderen Bücher in diesem Raum alphabetisch nach Autoren sortiert. Und hier hinten gibt es noch eine Abteilung für die allgemeine Geschichte. Das heißt, die entweder weder Griechen noch Römer betrifft oder aber beide. Keine Sorge, hier ist die Bibliothek noch nicht ganz vorbei. Hier hinten geht es noch mit den H-Signaturen weiter. Das heißt, wenn die dort hinten einmal nicht stehen, sind die meistens hier zu finden. Außerdem kommen dann noch Kartenwerke dazu und der Hellenismus. Die Bibliothek ist hier ziemlich hoch und sollte man da oben mal nicht drankommen, fragt man am besten eine der Hilfskräfte, was man eigentlich immer gut machen kann. Das waren noch nicht alle Signaturen, wir haben noch ein paar kleinere Signaturen, die man eher selten braucht. Die stehen hinten in anderen Räumen, die noch von den Dozierenden genutzt werden. Wenn da etwas benötigt wird, einfach die Hilfskräfte fragen. Ausleihen darf man freitags über das Wochenende zum Montag hin und die Bücher müssen bis Montag spätestens 12 Uhr zurückgegeben werden. Von diesen Ausleihen ausgenommen sind Zeitschriften, Handbücher, Lexika und Quellen. Im Zweifelsfall sagt euch aber auch die Hilfskraft, wenn ihr etwas versucht auszuleihen, dass das nicht geht. Außerdem gibt es auch einen Scandienst. Alle Informationen dazu findet ihr auf der Webseite. Aber im Wesentlichen könnt ihr Scanaufträge an hilfskräfte.altegeschichte@web.de schicken und wir lassen euch die dann zukommen. Vielen Dank für die Teilnahme an dieser Bibliotheksführung und wir freuen uns, euch einmal persönlich sehen zu können.